Der Holzfäller startet mit einer Holzaxt und kann einen Baum durch das Abbauen eines einzigen Blockes fällen. OMG. Oh yeah! Und damit herzlich willkommen, meine lieben Höhlenmenschen da draußen, zu einer neuen Folge Ender Kids. Und ich wäre sehr verbunden mit dir, lieber Stimmzettel, wenn du meine Stimme abgeben könntest. Ja. Okay, hat dann wohl jetzt gezählt. Was ich sagen wollte, Leute. Dieses Video hier kommt jetzt wahrscheinlich am Abend. Aber wenn ihr das Video hier seht, wisst ihr sowieso, wann ihr es dann gesehen habt. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, wann ihr das Video gerade anschaut. Also welche Uhrzeit und wann es euch am liebsten ist, wann ich die Videos hochlade. Also um welche Uhrzeit. Weil dann ist es natürlich am coolsten, wenn es dann jeder mitkriegt. Und ja, so, ich freue mich jetzt auf die Runde und ich hoffe, die wird was. Und wie ihr seht, ich habe jetzt einen neuen Account, der heißt jetzt Bumsdog und nicht mehr Bumsdog. Und ich gucke jetzt mal auf meine Stats. Ich habe 44 Kills und 35 Tode. Und das ist jetzt im Schlecht im Gegensatz zu dem, was ich vorher hatte, weil ich habe jetzt circa die ganze Zeit gespielt und bam, und ich war immer so gut. Ich war richtig gut. Und dann... Was ist dann? Dann nehme ich einmal auf und ich werde sofort gekillt und alle haben innerhalb von 5 Sekunden eine overpowerte Rüstung. Und, ja. Okay. Guck. Jetzt habe ich wieder nur Scheiße bekommen. Und sonst habe ich immer so das Glück und habe extremst gute Sachen. Ich meine, man kann jetzt ja auch nicht sagen, ja... Und das so jetzt eine Runde bestimmt, dass man jetzt sagt, ja, die wird scheiße, die wird gut. Es ist einfach, wenn man mit besseren Sachen startet, ist man am Anfang auch gleich viel, viel motivierter, weil man dann denkt, ja, yeah, das wird was. Und jetzt wäre ich... Oh! Ja, puh! Da, Leute, da hatte ich jetzt doch richtig Glück, dass ich die Sachen hier jetzt bekommen habe. Denn jetzt kann ich mir ein Eisenschwert machen. Hä? Guck, Leute, jetzt ist das Eisen weg. Es laggt gerade dermaßen. Ja, toll. Jetzt kann ich mir ein Holzschwert machen, weil anscheinend wie ihr... Guckt mal! Guckt euch das an! Das ist unmöglich, auf dem Server zu spielen hier. Das ist unmöglich. Ich liebe diesen Server. Das ist der, meiner Meinung nach, der beste Server seit langem, aber vor allem mit dem Spiel, mit den ganzen Spielmodusen, die es hier so gibt, aber mit den Lags macht es einfach... den Server unspielbar teilweise. Also es kommen täglich so extremst viele Leute auf diesen... Und jetzt sind... Ach, Leute. So. Da bauen wir uns jetzt mal kurz hoch, weil ich da eine Kiste habe. Beziehungsweise hier war doch gerade eine. Toll. Dann wurde die jetzt auch noch weggeportet. Oh, ich bekomme schon Fallschaden, ich Schlaumeier. Okay, aber jetzt habe ich die 3 Eisen und jetzt kann ich mir auch ein Eisenschwert machen, wenn ich jetzt geportet werde. Boah, dann wäre ich sauer gewesen. So, kurz nachgucken, ob hier jemand in der Nähe ist. War aber nicht so der Fall. Oh, cool. Danke für dein Steinschwert, wer auch immer du warst. Ja, ich wollte noch ganz kurz auf... mein letztes Video eingehen, dann möchte ich mich nochmal herzlich bei euch entschuldigen dafür, dass die Qualität einfach so scheiße war, dass man es nicht richtig angucken konnte. Stirb! Perfekt! Und jetzt haben wir auch eine ziemlich gute Ausrüstung. Okay, und dann auch noch 3 Dias. Der wollte... Es laggt. Es laggt, Leute. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, perfekt. Wir haben ihn jetzt auch noch getötet. Aber wie er sagt, es laggt. Es laggt und es laggt und es laggt. Und man kann einfach nichts dagegen machen. Ich kann mir jetzt eine Fool... nicht die Erisi, sondern... Och, Leute. So. Das hier kommt rein und das hier kommt rein und
das hier kommt rein. Dann müsste ich normalerweise eine ziemlich gute Ausrüstung haben. Normalerweise. So, wir sind jetzt auch schon ganz schön gut ausgerüstet, finde ich. Oh, cool. Ein Goldapfel, das ist immer gut. Was tue ich denn weg? Was tue ich weg? Das ist immer so bei mir die Frage, was tue ich jetzt weg? Und, oh Mann, kann ich das jetzt nicht? Alter, bei mir ist gerade mega Chaos in meinem Kopf. Also denkt euch jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie immer so drauf bin, aber ich bin sehr oft so drauf. Okay. Ich habe jetzt gerade so eine Scheiße gelabert, die normalerweise kein Mensch im Leben labert. Aber ich habe sie gelabert. Weil ich dumm bin. Und ich gerade einfach nicht denken kann, weil ich einfach nur, versuche zu überleben. Oh, ja, zwei Dias. Oh, yes. Das habe ich eigentlich so lieber. Und den Kolben. Ich bin kein Redstoner. Aber die Klasse kommt ja auch noch dran. Ich wollte jetzt ganz kurz jetzt nochmal schnell auf mein letztes Video eingehen, bevor ich hier mich komplett vom Leben distanziere. Ich wollte nur ganz kurz mich entschuldigen, weil die Qualität, also das Format generell war falsch eingestellt. Das bedeutet, ich hatte da schon mega das... Hat der irgendwas dabei, was ich vielleicht bräuchte? Nee. Das war schon falsch eingestellt, weil irgendwie hat das Camtasia, mit dem Programm, das ich gestern aufgenommen habe, ich wollte es einfach halt nur testen. Und ich habe mit dem eben aufgenommen. Und das war dann irgendwie komisch. Das war hat ganz komisch gerendert. Und ich habe normalerweise ja 1280x720 eingestellt, aber das wurde dann anscheinend nicht angenommen. Und dann war eben das Problem, dass die Balken oben waren. Das ist ja schon mal ein Problem. Das zweite und das schlimmste Problem meiner Meinung nach war dann dieser Kackton. Camtasia, ich habe dann nämlich vergessen, den Ton bei Camtasia einzustellen, so dass man auch mich hört über mein Mikrofon und nicht über das eingebaute Webcam-Mikrofon. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da war ich echt enttäuscht. Und das mit den Balken wusste ich ja nicht mal, weil als ich es dann angeguckt habe, war das nicht der Fall, weil sonst hätte ich es ja gar nicht hochgeladen, dann hätte ich eine neue Runde gemacht. Und ich dachte mir so wegen dem Ton, sollst du es jetzt nehmen oder sollst du es nicht nehmen? Dann habe ich es doch genommen, weil ich mir so dachte, einmal ist okay, zweimal dann nicht mehr. Und dann habe ich das gemacht und ich hoffe trotzdem, dass ihr mir das verzeihen könnt. Da wäre ich sehr froh. Weil ich konnte echt nichts dafür. Und und ja, das war ziemlich kacke. Aber bei diesem Video wird es wieder besser. Und ich hoffe, euch ihr findet das gut. Und deswegen kamen auch bei meinem letzten Video einige Dislikes, die ich aber einfach zu 500% nachvollziehen kann, weil ich mir denke, ja... Das war halt einfach verständlich, wenn die Leute da gedisliked haben. Aber ich möchte euch auch damit einfach nur sagen, ich gebe mir Mühe mit dem, was ich mache. Und ich hoffe, euch gefällt auch das, was ich mache. So, das kommt weg, das brauche ich nicht. Und Redstone brauche ich erst recht nicht. So, 154 Blöcke. Wir sind eigentlich, möchte ich das jetzt mal so meinen, nicht ganz schlecht ausgerüstet. Also... Ich glaube, da geht schon was. Weil wir hatten jetzt eigentlich auch ganz schön Glück mit den Kisten. Und ich muss ehrlich... Oh, Mann, Leute, jetzt erschreckt mich doch nicht. Ich muss mich immer... Ich kann mich, glaube ich, niemals in meinem Leben daran gewöhnen. Der will mit mir ein Bogenduell. Okay, der ist ein Vampir. Das hat man jetzt eindeutig gemerkt. Er hat sich jetzt damit verraten. Ach, Leute. Ich esse jetzt einen OP-Apfel und dann kill ich den. Ist mir jetzt egal. So, den hole ich mir jetzt. Die Bitch. Okay, den haben wir. Und, oh yes. Wir haben uns dann jetzt auch noch... gestillt. Und jetzt gucke ich da mal, was ich da drin brauchen könnte. Aber erst gucke ich, ob da irgendjemand in der Nähe ist. Und da war
keiner in der Nähe. Okay, aber jetzt habe ich wenigstens den verzauberten Bogen. Und Leute, wisst ihr, warum ich damals, warum ich so lachen musste, als ich mein Video selber angeguckt hatte? Ich vergiss das immer, dass ich immer, wenn ich mit einem Bogen schieße oder so, mache ich immer die extremst dumme Mundbewegung. Ich mache da immer so. Ich bin behindert. Ja, also, es tut mir leid, Leute. Aber das finde ich selber scheiße. Und es ist jetzt nicht, sagen wir mal so, von mir gewollt. Also, das mache ich nicht mit Absicht. Ich mache aber dann auch immer gerne so. Also, ich tue dann immer so meine Zunge rausstrecken. Ich weiß nicht, ob das auch noch irgendjemand von euch macht, ob das oder ob das überhaupt normal ist. Oh, scheiße, ich bin behindert. Nee, nichts gegen Behinderte. Aber ja, das hier kommt jetzt ganz kurz weg, damit sich das der eine da nicht holen kann. Es laggt schon wieder, wie ihr das seht. Aber wenn ich die Runde dann jetzt gewinne, dann würde ich mich schon... Ich kann nicht mal essen hier. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht der jetzt dann auch gleich auf mich los. Was kann ich denn da noch runter tun? Ein Lava-Eimer. Ist eigentlich ganz cool. Und einen Switcher. Der könnte mir vielleicht auch noch im Kampf etwas behilflich sein. Ich renne jetzt einfach mal in seine Richtung und hoffe, dass es einen Fight geben wird. Okay, ja, er hat aber eine schlechte Ausrüstung und er ist Känguru. Oh je, jetzt hat er mich einmal getroffen. So. Oh nee, ich habe gerade gemerkt, dass ich das jetzt mit der Zunge wieder gemacht habe. Es tut mir leid, Leute, dass ich das manchmal mache. Ich versuche den jetzt hier gerade zu töten. Und jetzt. Ja, und jetzt haben wir auch noch die Ender Games gewonnen. Ja, Leute, wie gesagt, das war jetzt eigentlich eine ganz coole Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und über einen Daumen nach oben. Kritik und sonstiges, für das bin ich immer offen, mein Herz ist offen. Und ihr könnt dann richtig gerne Kritik, Vorschläge und so weiter in die Kommentare schreiben. Und ja, also ich freue mich gerade sehr, 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 dass das da jetzt so gut funktioniert hat und auch mit dem Dings und so. Und ja, ich glaube, ich gibt's nicht viel zu sagen. Sorry nochmal wegen der letzten Folge, aber in der Folge sollte eigentlich alles okay sein, sonst bekomme ich einen Drachprügel. Und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge mit dem nächsten Kit. Keine Ahnung, was das ist, ich... spiele diese Standard-Kits nicht so. Und außerdem, die Gomme-HD-Leute müssen mir das jetzt nicht einzeln freischalten. Ich habe mir einfach alle gekauft. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.